Boah, das kann doch nicht in den Verkauf, Leute. Aua, Hilfe. Somit der größte Flop am Mascara, den ich zuletzt aus der Drogerie getestet habe, vor allem hier in dem Augenbereich hier unten. Seht ihr, das ist auch direkt gerötet. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich teste heute eure Flops. Ihr habt mir einige letztens auf Instagram geschrieben. Ich habe mir jetzt 10 herausgesucht aus der Kategorie Make-up, Pflege und Haarprodukte. Und die werden wir heute testen. Wir starten als allererstes mit einem Haarprodukt. Und zwar von Pantene Pro-V, das Natural Volume Texture Spray. Und zwar hat hier eine liebe Zuschauerin geschrieben, das Pantene Pro-V Volumen Haarspray mit integriertem Hitzeschutz. Ich habe extra geguckt, es gibt 2 Haarsprays. Eins mit einem ganz normalen Sprühkopf, eins hier mit diesem Sprühkopf zum Drücken. Na, ja, okay. Und das hat nämlich den integrierten Hitzeschutz. Das hat meine Spitzen sehr ausgetrocknet. Ich werde das jetzt auch erstmal so ein kleines bisschen so lassen. Ich hoffe, das ist auch das Richtige, was gemeint ist. Weil das ist ja jetzt kein richtiges Haarspray, sondern das Texturspray. Aber wie gesagt, das Haarspray hat keinen integrierten Hitzeschutz. Und das Haarspray würde ich persönlich halt auch nicht in die Spitzen sprühen. Und das Texturspray würde ich eher in die Spitzen sprühen. Von daher bin ich mal gespannt. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Also Geruch ist schon mal top. Ich knete das hier jetzt so ein bisschen ein. Es riecht aber auch ein bisschen nach Alkohol, finde ich. Ein bisschen Alkoholgeruch kommt durch. Ist schon mal ein Minuspunkt, weil was hat das in den Haaren zu suchen? Und dann gucken wir uns das gleich an. Aber trocknet auf jeden Fall gerade noch. Macht die Haare irgendwie voll strähnig, ne? Wir lassen das mal trocknen. Wir gucken uns das gleich an. In der Zeit teste ich die Sebamed Anti-Aging Augencreme. Mit dreifach Hyaluronkomplex Q10 plus feuchtigkeitsspeichernde Phytopeptide wirkt der Faltenbildung entgegen, dermatologisch und augenärztlich geprüft. Das soll eine neue Formulierung sein, also das ist die neue Version von der Sebamed Augencreme. Mir wurde geschrieben, dass sie nur noch krümelt, was natürlich wirklich ein großes Minus ist bei einer Augencreme, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Augencreme krümelt. Ich kenne es auch. Das soll früher wohl nicht der Fall gewesen sein. Ich bin mal echt gespannt. Ne? Ich habe die Augencreme hier von Sebamed noch nie getestet und werde sie hier jetzt erstmal so ein kleines bisschen einmassieren. Fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an, riecht eigentlich auch ganz gut, hat so ein, ich habe ein Haar im Auge, hat so einen ganz leichten Geruch und den Rest werde ich hier jetzt einklopfen ins Auge. Muss natürlich auch erstmal einziehen, weil ich finde, dieser krümelnde Effekt entsteht ja meistens erst bei Serien oder bei Cremes, wenn so ein bisschen kurze Zeit vergangen ist und das Produkt einziehen konnte. Deswegen lassen wir das Ganze auf jeden Fall gleich mal ein bisschen einziehen. Oh mein Gott, meine Haare. Wow, also es hat meine Haare richtig krass verklebt. Sogar hier in den Spitzen. Es fühlt sich wirklich richtig trocken an. Das fühlt sich gar nicht gut an. Sieht auch so richtig strähnig, fettig aus. Ich habe es davor geschüttelt. Ich weiß, wie man ein Texturspray verwendet. Und hier steht auch extra drauf, man kann es auf das feuchte und auf das trockene Haar sprühen. Für noch mehr Volumen kann man die Haare dann auch föhnen. Ich glaube, meine Haare sahen zuletzt noch nie so fettig, strähnig und platt aus, wie gerade nach diesem Spray. Und trocken, das ist das Schlimme. Sie sehen einfach trocken aus. Sie sahen davor wirklich schön aus. Das ist ein krasser Flop. Mal gucken, ob sich das noch irgendwie hier im Laufe des Videos entwickeln wird, aber jetziger Stand ist Katastrophe. Die Augencreme zieht gerade auch noch schön ein. Die lassen wir mal weiterhin einziehen. Wir tragen in der Zeit hier mal von Balea das Teint Perfection optischer Sofortzauber perfektes Finish, ideal als Primer. Kaschiert sofort Fältchen, Poren, Unebenheiten und Glanz. Sofort Effekt in Sekunden. Da bin ich ja mal gespannt. Habe ich tatsächlich auch noch nie getestet, obwohl ich normalerweise immer sehr viele Produkte ja von Balea eigentlich schon teste. Und hier hatte die Zuschauerin geschrieben, Balea Teint Perfection Magic Teint Creme. Gibt es nicht mehr. Also das ist ja jetzt hier die abgewandelte Form davon. Also die Creme gibt es nicht mehr. Soll sich dem Hautton anpassen. Es sieht aber aus, als hätte man braune Flecken im Gesicht. Vielleicht haben die ja wirklich was an der Formulierung geändert. Ne? Also kann ja wirklich sein, dass das alte Produkt nicht so schön ist und das neue Produkt vielleicht auch gar keine Creme mehr ist. Ne? Kann jetzt sein, dass das so ein kleiner Fail ist, weil das sieht hier ja gerade wirklich aus wie ein Primer, der die Haut sehr weich macht. Also fühlt sich jetzt eher an, als wäre das so ein porenverfeinernder Primer. Ich lasse jetzt extra meine Augenringe mal weg und gebe da jetzt kein Produkt drauf. Aber das ist halt eher ein Primer, ne? Die Creme wurde scheinbar schon abgeschafft. Also den Primer finde ich auf den ersten Blick richtig schön. Wie gesagt, macht die Haut richtig weich gerade. Also fühlt sich richtig toll auf der Haut an. Ich lasse das mal ein bisschen einziehen. Aber gut, das war ein kleiner Fail. Es gibt auf jeden Fall nicht mehr die Creme. Ich weiß, was gemeint ist. Die Augencreme,
Oh mein Gott, ich hasse sowas ja, ne? Die Augencreme pellt sich hier so richtig krass ab. Das ist wie so eine Maske, so eine Peel-Off-Maske, die man drauf gemacht hat. Die krümelt wirklich extrem. Also die kann man definitiv nicht morgens verwenden, wenn man damit aus dem Haus gehen möchte. Und vor allem nicht mit Make-up, Foundation in der Kombination. Das geht auf jeden Fall nicht gut. Das ist, oh, ja. Yeah. Ich kenne genau dieses Gefühl. Und ich weiß, dass es auch nicht aufhört, bis man alles abgepeelt hat. Also das ist wirklich ein Flop. Das finde ich, geht nicht wirklich bei Augencreme. Weil warum peelt sich eine Augencreme? Aber ich muss sagen, das Produkt von Malaya, was wir gerade aufgetragen haben, das hat hier auch so einen leichten Glow gemacht. Das sieht wirklich schön aus und es fühlt sich richtig toll auf der Haut an. Also das ist ein schönes Produkt. Dann hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie tatsächlich den Catrice Highlighter hier, den More Than Glow Highlighter, als Flop sieht, weil er sehr stark schimmert. Ich liebe diesen Highlighter, muss man mal dazu sagen. Das ist wirklich ein Favorit von mir aus der Drogerie. Und matt aussieht gleichzeitig. Also zu matt, das heißt zu maskenhaft und gleichzeitig zu viel Schimmer. Und ich liebe das ja, ne? Also ich persönlich mag das. Ich habe den auch schon ein paar Mal empfohlen. Aber daran merkt man ja auch immer wieder, nicht jeder mag die gleichen Produkte oder nicht jeder verträgt auch die gleichen Produkte. Das ist ja immer hier das große Ding. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch den nicht auf meine Empfehlung gekauft habt und danach enttäuscht wurdet. Ich mag ihn. Ich finde, das ist der perfekte Schimmer und der perfekte Highlighter aus der Drogerie. Und jetzt kommt das nächste, das durchsichtige Augenbrauengel von Essence in der pinken Verpackung. Also ich bin gestern extra nochmal zum Essence-Stand gegangen, ne? Und ich habe mir die ganzen Produkte angeguckt. Das einzige Augenbrauenprodukt, was ich gefunden habe, ist jetzt nicht pink, aber rosa. Und das ist auch etwas, was ich euch empfohlen habe. Ich liebe es. Ich finde das so gut. Also das hinterlässt bei mir auch keine weißen Rückstände. Das fixiert bei mir richtig schön die Augenbrauenhärchen. Ich trage das jetzt auch direkt nochmal auf, aber ich kann damit richtig schön voluminös meine Augenbrauenhärchen so kämmen, wie ich sie haben möchte. Und es hält dann auch erstmal. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe da nie Probleme mit gehabt und habe euch das auch, glaube ich, schon einmal empfohlen. Deswegen kann ich persönlich nicht verstehen, warum das ein Flop ist, weil ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis super finde. Also das ist so ein Augenbrauenprodukt, was ich aus der Drogerie total empfehlen kann. Jetzt kommt aber ein Produkt, was ich selber noch nicht getestet habe. Und zwar von Essence Multichrome Flakes Eyeshadow Topper. Hätte ich mir persönlich, glaube ich, auch nicht gekauft, weil ich diesen Chrome-Effekt nicht immer so nice finde. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür. Ich gehe jetzt auch nicht auf Festivals oder auf große Partys oder so, sondern ich bin so der Stubenhocker. Deswegen mag ich ja immer so die schlichten Make-ups eigentlich lieber. Aber hier wurde geschrieben, brennt auf den Augen. Und ich mit meinen sensiblen Augen werde das jetzt gerne testen, denn das wäre natürlich wirklich kacke, wenn das auf den Augen brennt. Die Packung sieht ja super fancy aus, ne? Total klein. Ich weiß noch nicht, wie ich damit arbeiten soll. Es ist sowieso, ich habe das Gefühl, ich bin gerade so ein Riese, der so eine Mini-Verpackung in den Händen hält. Das ist einfach Wahnsinn. Also der größte Flop, ich habe gerade wirklich 5 Minuten gebraucht, um irgendwie die Verpackung aufzubekommen. Und ich habe sie jetzt platzen lassen. Ich habe sie wirklich nicht aufbekommen. Ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel rein. Das ist auf jeden Fall ein flüssiges Produkt. Also das ist jetzt schon für mich ein Flop, weil ich mir denke, wie soll man das Ganze denn auftragen? Das ist wirklich super schwer, das aufzutragen. Ich habe auch viel zu viel auf den Pinsel genommen. Wie bitte? Holy moly. Ach du Heilige, brennt ja richtig doll. Boah, das kann doch nicht in den Verkauf, Leute. Aua, Hilfe, das brennt richtig. Scheiße, Mann. Ich brauche etwas zum Kühlen, glaube ich. Oh, ich versuche gerade einfach alles davon zu entfernen. Das habe ich ja, also das ist, ich habe gerade wirklich nicht übertrieben. Ich habe noch nie in meinem kompletten Leben ein Produkt getestet, was so extrem brennt. Überall, wo es gerade drauf kommt, brennt es. Das kann doch nicht gut sein. Das müssen die doch aus dem Verkauf nehmen. Durch das Abschminken ist das sogar hier unten hingekommen. Es brennt alles, aber es brennt wie die Hölle. Es brennt nicht so normal leicht, es brennt wirklich richtig doll. Man hat ja immer mal das Gefühl, es brennt ein bisschen, man verträgt es nicht gut. Aber das hier ist gerade, meine ganzen Augen werden rot. Es tut richtig weh. Also, und ich hatte das wie viele Sekunden drauf? 5 Sekunden? Also schicke kleine Verpackung im Diamantenstil hier, aber geht gar nicht. Also das ist wirklich ein absolutes Flop-Produkt. Okay, dann wurde geschrieben, jede zweite Mascara. Kann ich nachvollziehen. Es gibt wirklich wenig Mascaren aus der Drogerie,
die gut sind und man findet wirklich schwer eine gute. Es gibt aber ganz viele gute. Also ich habe auf jeden Fall einige Favoriten, ja, die ich euch auch schon mal in meinem DM-Live-Shopping-Video, ich glaube, letzten Monat gezeigt habe. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber Trended Up Fallen Lash Pink macht keine falschen Wimpern, nur Stummel. Okay, das ist sehr witzig geschrieben. Und die Mascara heißt False Lash Boom Mascara in Pink. Das ist auch die einzige, die sticht einen sofort ins Auge im Trended Up Regal. Und hier steht auch falsche Wimpern-Effekt. Na dann sind wir mal gespannt, was für falsche Wimpern die hier zaubert. Sieht vom Bürstchen auf jeden Fall schön aus, finde ich. Hat einen schönen Schwung. Sieht vielversprechend aus. Trage ich hier auf die eine Seite auf. Bringt auf jeden Fall schon krass Länge in die Wimpern. Meine Augen haben mittlerweile übrigens aufgehört zu brennen. Ich habe hier eben eine kleine Pause gemacht, damit sich das alles beruhigen kann und wir hier weiter die Produkte testen können. Aber das war echt gerade gar nicht witzig. Sie trennt die Wimpern richtig schön. Sie bringt hier richtig schön Länge in die Wimpern. Krass, und das hier ist gerade nach einer Schicht. Das Volumen fehlt, finde ich. Also das Volumen hätten die hier schon mit einbringen können, weil ich finde, False Lash bedeutet für mich auch Volumen. Aber Länge ist schon krass. Kommt an False Lash Effekt dran. Ich tusche noch mal eine zweite Schicht. Aber krass, also Stummel ist bei mir auf jeden Fall nicht. Ich vermal mich oft mit der Mascara. Also die ist jetzt ein bisschen unhandlich, finde ich. Aber was ich halt auch mache für diesen Längeneffekt, ich gehe immer in diesen schnellen Bewegungen durch die Wimpern. Aber jetzt fängt sie an, die Wimpern zu verkleben. Also ist auf jeden Fall keine Mascara, mit der man gut aufbauen kann. Ich muss aufhören zu tuschen, weil sonst verklebe ich jetzt nur die Wimpern. Das ist halt nicht so cool gemacht an der Mascara. Ich würde auch sagen, False Lash Effekt muss man nicht unbedingt behaupten, aber macht auf jeden Fall ordentlich Länge in die Wimpern. Das Volumen fehlt mir aber komplett. Also ist in Ordnung, ist jetzt kein absoluter Flop, aber ist jetzt auch keine Mascara, wo ich sagen würde, oh mein Gott. Ich würde sagen, so 3 von 10, 4 von 10 Sternen würde sie von mir bekommen. Weiter geht's mit die gehypte goldene Mascara von L'Oreal. Nach einmal weggeworfen. Trennt nicht, sehr nass, viel zu viel. Und ja, das kann ich definitiv nachvollziehen. Das ist die Telescopic Mascara in Gold und ich bin selber froh, dass ich sie noch habe, denn ich wollte sie auch fast wegwerfen. Also ich habe fast noch nie so eine schlechte Mascara benutzt. Ich verstehe auch, um ehrlich zu sein, nicht, warum diese Mascara so gehypt ist. Denn es gibt ja auch die schwarze Telescopic Mascara. Bei der vermale ich mich übrigens auch direkt. Und die schwarze ist mega. Also ich liebe die schwarze Telescopic Mascara. Da kann ich den Hype auch verstehen. Die hier trennt die Wimpern nicht. Sie verklebt die Wimpern wie sonst was. Also die ist wirklich viel zu nass. Man bekommt einfach kein schönes Ergebnis sind, nicht ansatzweise. Das ist wirklich so mit der größte Flop am Mascara, den ich zuletzt aus der Drogerie getestet habe. Ich bin wirklich krass enttäuscht. Ihr seht, ein bisschen Länge kommt hier definitiv in die Wimpern, aber die klebt die Wimpern wie sonst was zusammen. Also das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Bringt auch kein Volumen in die Wimpern. Länge ist da, aber klebt. Viel zu nass. Ganz, ganz, ganz furchtbares Ergebnis für eine so teure Mascara. Von dem nächsten Produkt habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Augen-Make-up-Entferner von Essence hat bei mir furchtbar gebrannt. Also Leute, wenn das hier mal kein voller Einsatz ist, den ich für euch mache. Essence Remove Like a Boss. Waterproof Eye Make-up Remover. Gentle and easy. Na gut, mal gucken, ob das so gentle and easy ist. Zum Glück haben sich ja meine Augen jetzt erholt. Ich habe das Ganze gerade gut geschüttelt. Ich trage das jetzt auf dem Wattepad auf und dann wollen wir mal ran, ne? Lass ich hier erstmal ein bisschen einwirken. Ich habe gerade einfach so Angst. Also, das Gute ist schon mal, ich weiß, was gemeint ist. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Werde ich jetzt gar nicht weiter testen. Oh ja, oh ja. Was hat denn Essence da zuletzt, ne? Das kann ich ja wirklich gar nicht nachvollziehen. Ich kühle hier gerade mit einem Abschminktuch vom BB. Die vertrage ich immer ganz gut. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, wenn man sich abschminkt, brennt das ja so ein bisschen an den Augen. Und das von Essence brennt gerade wirklich schon extrem. Vor allem hier in dem Augenbereich hier unten. Seht ihr, das ist auch direkt gerötet. Was ist mit Essence los? Was tun die da rein in die Produkte? Das ist aber wirklich krass. Also, ich bin sehr schockiert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist auf jeden Fall auch ein richtiger Flop. Also, bei sensibler Haut könnt ihr das definitiv nicht verwenden, das Abschminkzeug. Das geht wirklich gar nicht. Also, nichts mit Gentle. Ich gehe jetzt meine Haare waschen. Die haben es ja jetzt auch nötig nach dem Video, ne? Wir werden jetzt gleich nämlich noch ein Haarprodukt testen und dafür brauche ich nasse Haare. So, wir befinden uns jetzt im Badezimmer, deswegen hält es vielleicht ein bisschen. Ich habe meine Haare gerade gewaschen
und werde sie jetzt föhnen. Aber bevor ich sie föhne, werde ich von Schwarzkopftaft das Gliss Hair Repair testen. Sleeky Smooth Glättungscreme für geschmeidiges, glattes Haar, Style and Repair. Soll ohne Glätteisen funktionieren. Man muss halt dazu sagen, ich habe ja schon von Natur aus recht glatte Haare, ne? Aber ich habe ja gerade die Verlängerung drin und die Extensions sind auf jeden Fall sehr kraus. Und immer ein bisschen wellig, wenn ich die föhne, also nicht wie meine eigenen Haare, von daher testen wir das Ganze mal aus. Ich gebe jetzt so viel in meine Haare, soll auf jeden Fall nicht viel bringen, also soll die Haare jetzt nicht unbedingt glatter machen oder so. Der Geruch ist mega nice, finde ich, der ist so richtig schön frisch, riecht auf jeden Fall richtig gut. Und ich werde jetzt die Haare föhnen, durchkämmen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Ihr könnt hier jetzt mal das Ergebnis sehen. Auch von hinten. Ich kann die jetzt hier einmal nach hinten. Ich kann mich noch umdrehen. Aber ich muss sagen, meine Haare sind wirklich krass glatt. Bei mir hat das definitiv was gemacht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es natürlich nach Haarstrukturen variiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich nur bei eh schon glatterem Haar funktioniert. Und wenn man halt jetzt krauseres Haar hat oder so, die Haare halt nicht so glatt werden. Aber bei mir hat das krass funktioniert. Also die Haare fühlen sich auch richtig weich an und sehen gut aus. Ich bin tatsächlich überzeugt von dem Produkt. Ich hätte es mir nie gekauft, aber es ist einfach wirklich mega, wenn man danach glatte Haare tragen will, aber halt nicht mit Hitze, also mit Glatteisen in die Haare gehen möchte. Ich freue mich jetzt über euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch schon das ein oder andere Produkt getestet. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und generell euer Feedback. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert gerne den Kanal. Hier kommen immer Mittwoch und Sonntag um 18:30 Uhr neue Videos online. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald. Tschüss!